Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy 14 mit Albe Bestwin. Ja, am Ende der letzten Folge hat uns Alfino gesagt, dass es ein Treffen mit einem Abgesandten der päpstlichen Kurie von Ishgard gibt. Diesen Abgesandten wollen wir doch nicht warten lassen. Ein Abgesandter der päpstlichen Kurie von Ishgard hat uns zu einer vertraulichen Unterredung nach Camp Drachenkopf gebeten. Das ist eine Einladung, die man nur schwerlich ausschlägt, nicht wahr, Albib? Der Gesandte ist kein geringerer als Großmeister Emmerich, oberster Befehlshaber der Tempelritter. Die Tempelritter sind direkt der päpstlichen Kurie unterstellt und ihr Großmeister verfügt über beträchtliche militärische und politische Macht. Könnten wir ihn von unserer Sache überzeugen, wäre schon viel gewonnen. Großmeister Emmerich hat sich ausdrücklich nach dir erkundigt und seinen Wunsch geäußert, dass du an dem Treffen teilnimmst. Dein Ruf ist dir offensichtlich bis ins Zentrum Ishgards vorausgeeilt. Wirst du seinem Wunsch entsprechen? Damit tätest du auch mir einen großen Gefallen. Bevor wir aufbrechen, sollten wir Minfilia um ihr Einverständnis bitten. Hoffentlich kann sie dich für eine Weile entbehren. Sicher warten auch andere Aufgaben auf dich und womöglich ziehst du das Schlachtfeld dem diplomatischen Parkett vor. Doch glaub mir, für die Zukunft Eorzeas ist es ungemein wichtig, Ishgard auf unsere Seite zu ziehen. Bedenke, meine Liebe, die Feder ist bisweilen mächtiger als das Schwert. Ja, schon klar. Aber warum muss ich eigentlich Minfilia um Erlaubnis bitten? Eine Unterredung mit einem Gesandten der päpstlichen Kurie von Ishgard? Sicher, das ist eine großartige Gelegenheit. Sowohl die Primae als auch die Ascherns verhalten sich derzeit ruhig. Von meiner Seite spricht also nichts gegen dir deine Teilnahme an den Treffen. Geh ruhig mit Alfino. Wir kommen hier schon eine Weile ohne dich zurecht. Und diese Chance dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Ohne Ishgard wird es kein geeintes Eorzea geben. Also viel Erfolg. Nun, wie sieht es aus? Minfilia, ich nehme an, du bist dir der Bedeutung des bevorstehenden Treffens bewusst? Ja, viel hängt davon ab. Allerdings kann ich mir eine gewisse Skepsis nicht verkneifen. Ishgard hat sich jahrelang eisern abgeschottet, ohne auf unsere diplomatischen Offerten einzugehen. Was treibt die Kurie ausgerechnet jetzt dazu, das Gespräch mit uns zu suchen? Ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht, doch es macht mir Hoffnung. Geografisch gehört Ishgard ohne Zweifel zu Eorzea. Kurtas liegt mitten in Abalathias Rückgrat, das den Kontinent Aldenath von Ost nach West durchzieht. Die Macht in dem stark religiös geprägten Stadtstaat hält die orthodoxe Kirche von Ishgard inne, unter der Führung seiner Heiligkeit des Papstes. Und Ishgard war nicht immer so abweisend. Kurz nach dem Fall Alamigos schloss sich Ishgard mit Limsalominsa, Gridania und Ulda zur Eorzeischen Allianz zusammen. Doch nachdem die kaiserliche Flotte bei der Schlacht über dem Silberte in den See zurückgeschlagen und somit die direkte Gefahr einer Invasion gebannt worden war, verließ Ishgard die Allianz. Die Ritter verschanzten sich hinter ihren Burgmauern, verschlossen die Tore und brachen jeglichen Kontakt zur Außenwelt ab. Selbst als die siebte Katastrophe über uns hereinbrach und die ehemaligen Verbündeten sie eindringlich anflehten, hielten sie an ihrer Abgeschiedenheit fest. Nicht einmal bei der Schlacht von Cardenau, wo wir sie am meisten gebraucht hätten, kamen sie ihren eorzeischen Brüdern und Schwestern zur Hilfe. Seit wir uns um den Wiederaufbau bemühen, habe ich mehrfach persönlich versucht, Ishgard von der Notwendigkeit zu überzeugen, der Eorzeischen Allianz erneut beizutreten. Vereint können wir Eorzeas Freiheit bewahren, ja womöglich sogar Alamigo von der Galäischen und Besatzung befreien. Getrennt sind wir zum Untergang verdammt.
Nichtsdestotrotz stießen meine Argumente auf taube Ohren. Bisher zumindest. Hoffen wir, dass du nun Gehör findest. Die Zeichen stehen gut. Immerhin empfängt uns nicht irgendein Ritter, sondern ein offizieller Gesandter der päpstlichen Kurie. Das will schon etwas heißen. Natürlich bin ich nicht so naiv zu glauben, dass sie uns aus reiner Freundlichkeit auf uns zukommen. Sie wollen etwas von uns. Ich weiß nur noch nicht was. Vielleicht fürchtet Ishgard das Wiedererstarken des Galäischen Kaiserreichs. Nun, da man kaum mehr etwas von den inneren Unruhen in Galemald hört, dazu hätten sie auch allen Grund. Ja, früher oder später werden die Galäischen Legionen erneut anrücken. Dieser Druck von außen könnte eher sehr einen. Darin liegt unser Schicksal und unsere Hoffnung. Und das sieht der päpstliche Gesandte hoffentlich genauso. Mulan Elbe, auf nach Camp Drachenkopf. Unser guter Freund Horchefond erwartet uns. Seit unserer Suche nach der Enterprise hast du ihm ja den ein oder anderen Gefallen erwiesen. Sein Vertrauen in dich ist eine starke Waffe in den diplomatischen Geplänkel, das uns erwartet. So, dann mal schnell geportet nach Camp Drachenkopf. Es wird immer wieder sehr explizit darauf hingewiesen, wie gut Horchefond und man selbst befreundet ist. Das kommt in der deutschen Übersetzung gar nicht so richtig rüber, dass Horchefond wirklich den Krieger oder die Kriegerin des Lichts sehr gut leiden kann. Im Deutschen hat es manchmal ein bisschen komisch, aber da wirkt er so ein bisschen wie ein Fanboy. Aber gerade im Japanischen muss es wohl sehr stark auch in den Zwischensequenzen rauskommen, wie sehr diese Freundschaft von einem selbst und Horchefond, wie stark die ist. Und gerade in Japan ist Horchefond ein sehr beliebter Charakter und auch im englischsprachigen Raum ist er noch sehr viel beliebter als im Deutschen, weil im Deutschen einfach die Zwischensequenzen das Ganze ein bisschen versaut haben und man dann nicht wirklich mitbekommt, wie tief die Freundschaft dieser zwei ist. Und an einigen Stellen wirkt er einfach nur wie ein kleiner Fanboy im Deutschen. Leider. Ah, Elbib, gut siehst du aus, wie immer. Mein Herz macht jedes Mal Luftsprünge, wenn ich deine edle Gestalt sehe. Für das Treffen ist alles bereit. Ich habe den Kamin in meinem Empfangszimmer anheizen lassen. Ja, hier sieht man schon. Ja, mein Herz macht jedes Mal Luftsprünge. Es kommt fast so, als wäre er in dich verliebt. Was, wenn bei einem männlichen Charakter schon fast ist, als wäre er schwul. Aber es geht hier wirklich um Freundschaft. Sehr freundlich. An die Kälte in Ishgard werde ich mich nie gewöhnen. Ah, mein lieber Alfino, dein Besuch ehrt uns. Es ist mir eine große Ehre, von euch empfangen zu werden, edler Horchefond. Seit unserer Suche nach der Enterprise habt ihr euch als wahrer Freund erwiesen. Aber nicht doch. Es war mir eine Selbstverständlichkeit, euch zu helfen, und ihr habt eure Schuld mehrfach beglichen. Übrigens ist mir zu Ehren gekommen, dass ihr eine neue Organisation gegründet habt, die Kristallstreiter. Vortrefflich. Das klingt nach einer starken Truppe. Vielleicht können wir bei Gelegenheit auf ihre Hilfe zurückgreifen. Es scheint ja, unsere Staaten kommen sich doch allmählich näher. Es freut mich sehr, dass die päpstliche Kurie endlich einem Treffen zugestimmt hat. Darauf habe ich lange und eindringlich hingewirkt. Vermutlich hat eure Entdeckung am Schneekleid der Entscheidung den nötigen Nachdruck verliehen.
Die Heretiker drängen uns ganz schön in die Ecke und zwingen die Kurie in die Offensive zu gehen. Der Gesandte der Kurie, Großmeister Emmerich, ist bereits in Camp Drachenkopf angekommen und wird sich in Kürze in meinem Empfangszimmer mit euch treffen. Sicher seid ihr zwei erschöpft von der langen Reise und sehnt euch nach Ruhe. Sie sei euch gegönnt. Doch lasst den Gesandten nicht zu lange warten. Geht zum Empfangszimmer, sobald ihr bereit seid. Ihr habt recht, einem Großmeister lässt man nicht warten. Gehen wir, Elvib. Okay, dann mal schnell kurz hier um die Ecke, da ist das Empfangszimmer. Wir haben euch erwartet. Bitte, tretet ein. Der päpstliche Gesandte dürfte jeden Moment eintreffen. Atmet noch einmal tief durch und entspannt euch. Der Rest läuft dann wie von selbst. Gestatten, Emmerich, Großmeister der Tempelritter und Gesandter der päpstlichen Kurie von Ishgard. Kristallkommandant Leveilleur, es ist mir eine Ehre, eure Bekanntschaft zu machen. Ganz meinerseits, Großmeister Emmerich. Schon lange hege ich den Traum, mit Ishgard ins Gespräch zu kommen. Möge unsere Unterredung zu beidseitigem Vorteil gereichen. Du musst die legendäre Abenteurerin sein. Das Leuchten in deinen Augen zeugt von deinem Heldenmut. Findest du nicht auch, Lucia? Ja, Großmeister. Ehrlich gesagt, lasse ich mir schon seit geraumer Zeit ausgiebig von deinen Taten berichten. Daher freut es mich besonders, dass du an diesem Treffen teilnimmst. Lasst uns nun mit den Verhandlungen beginnen. Nicht mehr lange, dann werden die Galear mit voller Wucht zuschlagen. Nur ein geeintes Eorzea kann ihnen dann noch die Stirn bieten. Auch im Kampf gegen die Primae gibt es keine Entwarnung. Die wilden Stämme beschwören immer wieder ihre Götzen. Und jede Inkarnation ist stärker als die vorherige. Ishgard ist nicht gefeit vor diesen Gefahren. Deshalb dränge ich euch so darauf, der Eorzeischen Allianz beizutreten. Lasst uns gemeinsam Eorzea zu seiner wahren Größe führen. Ishgard kann weder der Eorzeischen Allianz beitreten, noch den Kampf gegen die Primae unterstützen. Aber wieso nicht? Zweifellos stellen die wilden Stämme und ihre Primae eine Bedrohung dar. Doch obwohl die Ixal in Kurtas eingedrungen sind, richtet sich ihre Feindseligkeit hauptsächlich gegen Gridania. Sie machen Gridania die Herrschaft über den Finsterwald streitig, also ist es Gridanias Aufgabe, seine Souveränität zu verteidigen. Wir haben genug damit zu tun, unsere Erzfeinde, die Drachen, in Schach zu halten. Da können wir keinesfalls Truppen für andere Aufgaben abstellen. Das würde uns zu sehr schwächen. Die Gefahr, die von dem galäischen Kaiserreich ausgeht, ist uns wohl bewusst. Gut möglich, dass es schon bald seine Legionen auf neue Eroberungsfeldzüge schickt. Dann stimmt ihr mir zu, dass wir uns gegen die Galea verbünden sollten? Dafür wissen wir zu wenig über ihre Pläne und Absichten. Gaius van Belsa ist tot und der Kampfgeist seiner Legion gebrochen. Die päpstliche Kurie hält es nicht für weise, die Galea in dieser verhältnismäßig friedlichen Situation unnötig zu reizen. Wenn sich Ishgards Position überhaupt nicht verändert hat, warum habt ihr dann diesem Treffen zugestimmt? Persönlich bin ich der Auffassung, dass ihr recht habt.
Wie darf ich das verstehen? Ich führe diese Unterhaltung im Namen der päpstlichen Kurie, auf deren Haltung ich nur bedingt Einfluss habe. Mir obliegt es nicht, die Geschicke Ishgards zu lenken. Dennoch bilde ich mir meine eigene Meinung und habe gewisse Spielräume bei der Erfüllung meiner Pflicht. So befürworte ich die Unterstützung der Siedler in Geisterzoll durch das Haus Fortin, ungeachtet der Bedenken, die die Kurie in dieser Hinsicht äußert. Ich könnte dafür sorgen, dass es zu keinen Einschränkungen der Hilfslieferungen kommt. Zu gütig, Großmeister Emmerich. Allerdings erwarte ich dafür eine Gegenleistung. Die Kurie ist besorgt, dass die ungewöhnlich starken Aktivitäten der Drachen in letzter Zeit auf ein drohendes Unheil hindeuten könnten. Bestärkt wurde dieser Verdacht durch einen Bericht unserer Astrologen, demzufolge der Drachenstern am Himmel ungewöhnlich hell leuchtet. Laut den Legenden ist dies ein Vorzeichen für die Wiederauferstehung von Midgardshormr, dem Urvater aller Drachen. Der gefallene Wächter des Silbertränensees? Unmöglich. Es fällt auch mir schwer zu glauben. Midgardshormrs Leichnam liegt regungslos im Silbertränensee. Dort, wo er bei der schicksalhaften Luftschlacht gegen die galäische Invasionsflotte vor 15 Jahren abstürzte. Dennoch dürfen wir die Vorzeichen nicht ignorieren. Da ich keine Truppen entbehren kann, möchte ich die Siedler von Geisterzoll bitten, den Hüter des Sees zu überwachen. Ich verstehe. Unter der Bedingung, dass wir den Hüter des Sees beobachten, sichert ihr Geisterzoll weitere Unterstützung zu. Sehe ich das richtig? So ist es. Seid ihr damit einverstanden? Ja. Wir werden euch informieren, sobald wir etwas Ungewöhnliches bemerken. Ich bedauere sehr, dass Ishgard noch immer nicht gewillt ist, der Eoseischen Allianz beizutreten. Doch ich verstehe euren Standpunkt, Großmeister Emmerich, und danke euch für euer großzügiges Angebot. Lange waren die Tore eures Landes fest verschlossen. Mit der heutigen Abmachung habt ihr sie einen Spalt breit geöffnet und seid auf uns zugegangen. Möge das der erste Schritt hin zu einem geeinten Eorseer sein. Kristallkommandant Leveilleur, ich danke euch für eure freundlichen Worte und werde sie seiner Heiligkeit dem Papst übermitteln. Warum wagst du es, uns zu unterbrechen? Sprich! Herr! Heretiker haben die letzte Hilfslieferung überfallen. Angeblich angeführt von Eisherz. Bei Halone, wie kann das sein? Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen? Jo, das ist ja mal schlechtes Timing, würde ich sagen. So ein Pech aber auch. Kaum hatte sich Großmeister Emmerich bereit erklärt, die Hilfslieferung für Geisterzoll zu unterstützen, da fallen diese vermaledeiten Heretiker über eine von ihnen her. Das dürfen wir auf keinen Fall ignorieren. Die Versorgung von Geisterzoll hängt davon ab. Mal sehen, ob Rochefort genaueres über den Vorfall in Erfahrung gebracht hat. Und dann mal schnell zurück zu Rochefort. Verzeiht die unliebsame Unterbrechung gerade eben, meine Freunde. Nun ist höchste Eile geboten. Wärt ihr so gütig, uns die Lage näher zu erläutern? Die Hilfslieferung für Geisterzoll wurde südwestlich von hier in Rotbruch überfallen. Sie geriet in einen Hinterhalt der Heretiker, die von einer Frau mit eisblauem Haar angeführt wurden. Eisherz. Innerhalb von Sekunden lagen die meisten unserer Ritter blutend im Schnee und einen Augenblick später waren die Heretiker mit ihrer Beute auch schon wieder verschwunden. Das muss eine gut geplante Operation gewesen sein.
Das lässt darauf schließen, dass den Heretikern die Route der Lieferung bekannt war. Die Route wiederum kannten nur einige wenige Eingeweihte. Eine gleichermaßen scharfsinnige wie beunruhigende Feststellung. Darf ich dennoch vorschlagen, dass wir uns zunächst den Ort des Überfalls näher ansehen? Wenn wir uns beeilen, können wir womöglich Spuren sichern, bevor sie vom Wind verweht werden. Erwib, kannst du das übernehmen? Sichere den Ort des Überfalls und suche nach Spuren. Eine hervorragende Idee. Deinem Scharfsinn entgeht bestimmt nichts. Unterstütze meine Ritter am Ort des Überfalls bei der Spurensicherung. So, jetzt mal kurz einen Blick auf die Karte. Dann seht ihr, was für ein Blödsinn die da gerade gesehen haben. Ja, die Route der Lieferung muss irgendwie durchgesickert sein. Wenn man sich das mal genauer anschaut, hier ist Camp Drachenkopf. Hier ist der Überfall. Es gibt eigentlich nur zwei Routen. Von Camp Drachenkopf nach Mordona. Einmal hier rum und einmal hier rum. Und der Ort des Überfalls ist der Punkt, an dem beide Routen zusammenlaufen. Ach, nee. Wie kann man nur darauf kommen, dass da die Lieferung vorbei muss? Na gut. So, dann quatschen wir doch mal mit dem Fontan-Ritter. Weitergehen, Abenteurerin, hier gibt's nichts zu sehen. Oh, Rochefort schickt dich? Ich bitte um Verzeihung. Ja, die Lieferung war für Geisterzoll bestimmt, aber wie du siehst, ist von ihr nicht mehr viel übrig. Alle Heretiker konnten entkommen und wir wissen nicht wohin. Mir ist es auch ein Rätsel, wie sie die Waren überhaupt so schnell abtransportieren konnten. Sie müssen einen eigenen Karren oder ähnliches dabei gehabt haben. Der Überfall war bis ins kleinste Detail geplant. Einer der wenigen überlebenden Rittern wird gerade am Observatorium versorgt. Vielleicht kann er dir mehr erzählen. Immerhin hat er den Überfall hautnah miterlebt. Na dann, auf zum Observatorium. Alles täuscht, war er da oben. Nö, ich habe mich getäuscht. Es war irgendwas anderes. Aber so groß ist das Observatorium nicht, so da unten. Nö. Ach, da war es das Haus hier. Und da dann oben. Ja. Ja, ich sollte die Hilfslieferung bewachen und habe den Überfall miterlebt. Willst du hören, was uns widerfahren ist? Nun gut, es geschah in der Nähe der Sieben Echos. Eine Pilgergruppe kam uns entgegen, angeführt von einer stolz wirkenden Frau mit eisblauen Haaren. Vermutlich war es Eisherz, doch in dem Moment hielten wir sie für eine harmlose Pilgerin. Also dachten wir uns nichts dabei, als sie uns nach dem Weg fragte. Hinterher ist man immer klüger. Unser Hauptmann gab ihr freundlich Auskunft, da beugte sie sich zu ihm, als wolle sie ihm zum Dank sanft auf die Wange küssen. Im nächsten Augenblick sackte er schlaff in den Schnee, der sich rasch rot vor Blut färbte. Bevor wir unseren Schock überwinden konnten, stürzten sich die falschen Pilger auf uns. Einige Sekunden später lag die Hälfte von uns sterbend am Boden. Ich bekam einen Schlag auf den Kopf und mir wurde schwarz vor Augen. Als ich zu mir kam, hörte ich noch, wie die Heretiker aufgeregt von der Wiederkehr ihrer Erlöserin sprachen. Von Shiva. Na. Wer Final Fantasy kennt, weiß, wer der nächste Primae sein wird.
Okay. Alvino, ich habe was rausgefunden. Na endlich, was hast du herausgefunden? Eisherz, diese kaltblütige Hexe. Sie schreckt wirklich vor nichts mehr zurück. Doch was hat es mit dieser Erlöserin Schieberaufsicht, von der die Heretiker sprachen? In Schidrion, der heiligen Schrift unserer Kirche, wird eine Hexe dieses Namens beschrieben. Sie soll die erste, die Mutter aller Heretiker gewesen sein, die sich vom rechten Glauben abwandte und den Drachen verfiel. Gut möglich, dass die Heretiker diese Hexe als Erlöserin anbeten. Erlöserin? Wiederkehr? Das klingt für mich so, als wollten die Heretiker Shiva beschwören. Hanchefond, was befand sich hauptsächlich in den Kisten für Geisterzoll? Na, was wohl? Wenn ich mich recht entsinne, eine beträchtliche Menge Kristalle. Sie waren für die Handwerker der Diamantschmiede bestimmt. Dann ist alles klar. Eisherz braucht die Kristalle, um Shiva zu beschwören. Wie die wilden Stämme ihre Primai. Ich werde umgehend Großmeister Emmerich informieren. Seht zu, ob ihr Eisherz aufspüren könnt, aber behandelt diese Angelegenheit vertraulich. Selbstverständlich. Können wir weiterhin auf eure Hilfe zählen? Der Bund der Morgenröte hat sich dem Kampf gegen die Primai verschrieben. Wir stehen euch zur Seite. Wir müssen unsere Anführerin Minfile über Shiva in Kenntnis setzen und Gegenmaßnahmen einleiten. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Ich kann doch mit dir rechnen, Albib. Aber klar, Alvino, kannst du mit mir rechnen. Aber erst in der nächsten Folge und bis dahin, macht's gut!